Bullseye. Juti. Wir haben neue Tipsies. Kommt noch einer. So. Ja, dann machen wir mal den Schattenkrog, den weißen Krog, wa? Vielleicht finden wir unterwegs einen Schattenkaragor. Ich weiß nicht, haben wir schon mal einen Schattenkaragor so gesehen? Und irgendwo müssten die da sein, I guess, ne? Weil... Ist das einer? Das könnte einer sein, tatsächlich. Oder halt, das könnten welche sein, so. Das war keiner. Würde ich jetzt behaupten. Zu dumm, dass du. Nö. Ein dummer Sklave diesen Angriff der Krauks überlebt hat. Krieg ich den dann gejumpt? Nee. Okay, wo müssen wir hin? Irgendwo darüber. Da drüben ist schon wieder ein Grauk, oder? Das ist ein Karagor. Ist das ein Schattenkaragor? Ich weiß es nicht. Das könnte einer sein. Also dem Zeichen nach zu urteilen? So groß wie das ist? Oder ist da noch ein Grauk dahinter? Eigentlich ist das große Zeichen noch immer ein Grauk gewesen. Ja, das ist ein Schattenkaragor. Come on. Let's go. Töte eine Ghoul-Matrone. Müssen wir wieder in irgendeine Höhle dazu wahrscheinlich. Müssen wir wieder in irgendeine Höhle. Hä? Da, da will ich hin. Thorfinn ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Na dann, let's go. Das Feuer ist noch heiß. Hey, ich bin nur gejumpt. Vielleicht ein bisschen spät gedrückt, weil ich den Knopf woanders erwartet habe, aber ich bin gejumpt. Let's go. Let's go! So, jetzt noch tamen diesmal. Ganz schön weit weg. I'm ready. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Ja, komm, auf jetzt! Was auf der Jagd auch passiert, frage dich... Was würde Thorfinn tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die wahrscheinlich, Digi. Hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpf. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist Schutz. Äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Mhm. Die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Damals, 1994. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner, der Bestie, in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Mhm. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe?
Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst. Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torben dem Jäger erzählen. Anscheinend hat es funktioniert, ne? Weil sonst wären wir nicht hier. Jetzt kommt er aus der Ecke, jetzt kommt er gerade mit dem Hinterhalt. Der Jump von oben gleich runter. Batz! Das ist eine Axt. Das ist die Axt. Das ist nicht irgendeine Axt. Der Meißel. Aua. Flashbang, fire in the hole. Der Ring, der leuchtet? I guess, oder? Muss ja. Bitte töte ihn, Ring. Bitte töte ihn. Ja, der jetzt Celebrimbor getamed, oder wie? Oder ist das ist wahrscheinlich der Mund, oder ist das gar nicht Celebrimbor, oder? Ne, das ist Celebrimbor. Was macht er denn einen Ring? I guess. So hell. Genau, einfach eine Faust. Das ist ja wieder bewusstlos, aber wir werden ihn getötet haben, bis er wieder aufwacht, I guess. Oder? Hi. Bin der Neue. Bitte töte mich nicht. Der legendäre Grauk. Das sind ziemlich viele Bogendinger. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach was drauf. Regel 1. Ach egal, wir improvisieren. Haben wir Damage? Der ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer. Einfach nur ein Graubetäuber. Schieße dem angreifenden Grauk in den Kopf, um ihn zu verwirren und weiche ihm dann aus. Okay. Das ist mit dem Ausweichen nicht so gut. Und wir besteigen den Grauk wieder. Also nicht so, aber fast. Da kommt ins Gule.
bisschen spät. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Und der sich immer von mir wegdreht. Let's go. Irgendwo noch Pfeile. Soll damit aufhören? Jetzt greift die wieder an, oder? Nicht? Hallo? Und? Zack, vielleicht kommt jetzt sogar so eine Ghoul-Mami. Da müssen wir auch noch eine töten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind nur normale Ghule. Warum haltet die Ghule auf? Sollen wir jetzt den Grauk retten, oder was? So, das muss der letzte sein, glaube ich, oder? Sollen wir sie noch angreifen? Nehmen wir die Bogen-Dingsies mit. Pfeile heißen die. Kommen Sie, kommen Sie! Vamos! Ich bin gedodged, das ist eine Lüge. Hallo! Jumpt der auch mal? Oh oh, huch! Bitte lass das reichen. Ich glaube, es reicht nicht. Aber Thorwin ist jetzt wieder da. Jawollo. Und Thorwin wird ihn töten. Eigentlich wäre es doof, wenn wir ihn töten, ne? Ist ja seine Mission. Okay, ich glaube, wir töten ihn doch. Oh, damn. Gelübst. Der ist wohl tot. Der steht gleich wieder auf Phase 2. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also, wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Thorwin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst, such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Tschüss. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Kleinhacken? Also ich meine, der ist jetzt tot, so, ne? Eigentlich hat er ja jetzt Zeit, I guess. Wir können nicht zurück nach Gondor, Ioret. Dein Adliger vergisst nie ein. Ding, 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 ding. Bing, 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 bing. Bididididi, ding, 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 ding. Boah, schön, mach noch heller, Bruder. Let's go. Töte den großweißen Grog. Achievement haben wir auch noch. Ich hoffe, Thorwin kann nach Hause zurückkehren. Fähigkeitspunkte halten. Jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. So,
Oh, ich dachte, wir haben jetzt mit dem Betäuben haben wir ein Ding sie bekommen. Aber Natur ist jetzt durch. Was? Legendärer Grauk. Das ist neu. Die Legenden berichten von einem Grauk, der alle anderen überragen soll. Einem 30 Fuß großen Ungetüm, dessen Schatten halb Monster verdunkelt. Was? dessen Schatten halb Mordor verdunkelt und dessen Faust einen ganzen Wald roden kann. Diejenigen, die von ihm berichten, vermuten, dass es sich nicht um ein Monster handelt, sondern einen Dämon aus Stein und Feuer, einen fleischgewordenen Balrog. Wenn solch ein Ungeheuer existiert, wäre es eine große Bereicherung für die Streitkräfte des dunklen Herrschers. Ein Wesen dieser Größe könnte im bevorstehenden Krieg das Schlachtenglück wenden. Tja, ist jetzt tot, ne? Unlucky, I guess. So, wir haben Fähigkeitspunkt, aber ich warte mal, weil wir eigentlich ja hier unten einen brauchen, dann um die, um das Zeug zu completen, ne? So. Wir tryen jetzt das. Den Dolch da. Und dann machen wir vielleicht noch ein, zwei von den Machtproben-Dingern. Also von diesen P-Macht-Dingern. Damit können wir dann vielleicht quasi den, die restlichen Aufgaben freischalten. Und dann das quasi completen. Welchen? Den Großen? Den Großen habe ich schon gekillt. Oh, hi. Weil er ist kein cooler Dude, oder? Nö. Nö. Wenn ihr keinen Chief dabei habt, dann interessiert ihr mich nicht. Sag ich, wie es. Sag ich euch, wie es. Aua. So, wir klettern. Tödliche Geheimnisse. Es war dem Boten bis zu seinem Netzwerk aus Spionen gefolgt. So machte er Jagd auf jeden einzelnen von ihnen, auf das sie ihr Wissen mit niemandem teilen konnten. Also werden wir wieder Leute abfangen müssen wahrscheinlich, oder? Ja, folge dem Boten und eliminiere die Würmer, ohne entdeckt zu werden. Sollen wir versuchen, einen abzuschießen? Ich meine, da ist noch kein Wurm dabei, das ist eigentlich egal. Achso, nee, ich muss das Ziel identifizieren. Achso, da ist einer dabei. Ich weiß nur noch nicht wer. Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Schnell. Oh, so far so gut, wa? Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. Tödlicher der Schattenangriff. Ach nee, nee. Das machen wir nicht. Wozu denn? Es werden doch immer mehr. So wie die sich vermehren. Ich weiß, ob der andere drüben mich sieht. Scheinbar nicht. Lol. Der ballt ja gar nichts. Okay. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Ich bin bereit. Sag Bescheid, wenn du ihn ziehst. Hm, 2 von 4. Sehr schön. 50% haben wir. Reicht das schon? Ist da noch irgendwo ein Busch? Oh, damn. Schiebt ihr Wache! Ich muss mich eine Weile ausruhen.
Okay, der Dude da drüben kann mich doch eigentlich gar nicht sehen, wenn ich den abschieße, oder? Oder? Okay, das war ein bisschen dangerous, aber we done did it. Können wir den Dude da unten sneaken, ohne entdeckt zu werden? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und dann vielleicht wieder nach oben, um dann Schützen auszuschalten. Das wäre jetzt vielleicht das Play, ne? Da vorne hoch. Gott. Oh, ein bisschen too close for comfort, ne? Hier ist nur einer, das ist gut, glaube ich. Ich sehe zumindest keinen anderen. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle Hauptmänner sein. Streich das! Ich will Häuptling sein! Okay. Letzte Bote. Kann jetzt nicht so schwer sein. Theoretisch können wir den heraussnipen. Ich habe unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Gucken wir, ob es mitgeht. Gehen alle mit. Bin, habe ich etwas Seltsames ziemlich. Können wir den ja sogar anjumpen, oder? Glaube ich. Rechts von uns ist noch irgendwas. Das ist aber der Außen. Ich glaube, das ist anders der Außen. Snipen wir den jetzt? Eigentlich könnten wir den snipen, ne? Oder das Einfachste. Steht auch nichts von unentdeckt oder so. Joa. Easy, wa? Easy. So, dann haben wir nicht wie das. Jetzt gehen wir dahin. Das ist, glaube ich, sogar ein Häuptling, ne? Das mit der Krone könnte sein, dass es ein Häuptling ist. Gucken wir mal. Vielleicht ist es der, den wir jetzt zuletzt aufgedeckt hatten. Possibly. Wir werden es rausfinden. Sein Schatz, terrorisiere den Liebling von Sogdusch Seuchenbringer, verberge dich und warte, bis er erscheint. Okay. Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas. Töte Weiß ich nicht. Auf unseren Feind. Ist jetzt nicht so mein Typ, aber okay. Okay, jetzt können wir wieder darüber eigentlich. Das ist dieselbe Festung, in der wir vorhin waren. Mit der Seilrutsche darüber ist, glaube ich, ein gutes. Dass es schön ist. Wir müssen gar nicht schleichen oder so. Wir können da auch reingehen, Tabula Rasa machen. Das ist ja sehr freundlich, tatsächlich. So, dann gehen wir mal darüber. Wir machen wieder ein Klassiker. Wir fangen mit Stealth an, nur um dann irgendwo entdeckt zu werden und dann siehst uns zu denken, ach fuck, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Schnatze? Wo sind denn hier die Pfeile? Irgendwo sollen die Pfeile sein. Hä? Da stand doch Töti. Stand da Töti nicht?
Ah, ich muss ihn terrorisieren. Stand er nicht gerade, töte dich? Töte dich, lol. Töte ihn? Okay, warte, wir sollten noch lieber dahin. Ist ein bisschen kürzer. Ich hätte schon, kann das schon töte. Okay. Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas. Bist hässlicher geworden auf jeden Fall. Terrorisiere den Unterstützer, steht da. Okay, da steht Terror. Ich kann nicht lesen, anscheinend. Anscheinend kann ich nicht lesen. Das ist okay. Kannst du nicht lesen? Ich habe das die ganze Jahre nicht gewusst. Tja. Ja, du! Mit diesem traurigen, armseligen Blick in deinen Augen wirst du heulen. Wirst du die Schnauze halten? Hi. Hi. Machen wir mal halbwegs sneaky, wa? Sparen wir uns auch ein paar Pfeilschüsse vielleicht. Wissen wir was über den Seuchenbringer? Also hätte... Mach schon richtig. Seuchenbringer. Imogen-Fernkampf, natürlich. Okay, vielleicht gucken wir einfach mal genau, wenn wir schon gucken, was wir auch tatsächlich machen könnten. Furcht vor Fliegen, Explosionen, okay. Fliegen und Explosionen, das ist doch mal ein Wort. Damit können wir noch arbeiten. Damit können wir da arbeiten. Okay, jetzt gehen wir da hoch. Dann jumpen da runter, mal terrorisieren und dann ist alles easy. Wo ist er? Oh Gott, der ist hässlich. Holy shit. Okay. Jetzt gehen wir da rüber. Können wir anzünden. Also, sollten wir anzünden. Okay. Wir gehen da rüber. Wir gehen da hoch. Er kommt doch her. Oh. Den einzigen Uruk, der nicht sterben sollte. Du Schack. Ich was? Guck mal. Piu. Wer bist du? Ein Bestmeister. Na klar. Okay, cool. Ja, mach mal. Okay, den können wir nicht jumpen. Okay, aber den können wir jumpen. Aua. Hä? Okay.